Hallo, ich bin der Christian, Werkstattleiter von IPC Computer und ich habe hier heute ein Kundengerät mit der Fehlerbeschreibung Gerät startet nicht nach Strombuchsentausch. Wir haben hier ein Asus UX501 JW und da hat der Kunde die Strombuchse getauscht oder tauschen lassen, weil die gebrochen war. Die Strombuchse ist auch ordentlich repariert. Das Gerät macht aber dennoch gar nichts. Keine LED, es lässt sich nicht einschalten. Da ist vermutlich noch mehr defekt, beziehungsweise da ist ganz sicher noch mehr defekt. Und zwar vermute ich, dass da ein MOSFET im Stromeingang defekt ist. Ob dem so ist, sage ich euch gleich, wenn ich das Gerät genauer untersucht und repariert habe. So, ich habe das Notebook jetzt repariert. Es war kein MOSFET kaputt, sondern der Keyboard-Controller. Und zwar ist der kaputt gegangen, weil da bei der gebrochenen Strombuchse Kurzschluss entstanden ist. Und zwar zwischen einem Pluspin und dem Sensorstift in der Mitte. Ja, das hatte man bei dem Gerät auch schon mal oder schon zweimal, glaube ich. Das, ja, ist so, wenn die Strombuchse bricht, dann kann das passieren. Das Gerät funktioniert jetzt aber wieder. Akkuladung geht wieder. Somit war die Reparatur erfolgreich. Wenn er das defekte Bauteil sehen wollt, müsst ihr unser Blogbeitrag von der Reparatur anschauen. Und wenn euch das Video gefallen oder geholfen hat, würden wir uns über Abo, Kommentar oder Bewertung sehr freuen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.